Hallo zusammen, ich wünsche euch einen frohen Nikolaustag. Hoffe, ihr habt fleißig die Stiefel geputzt und darin so einiges an Leckereien gefunden. Ideal wäre es, wenn noch ein bisschen Luft im Stiefel ist, sodass ich jetzt noch dieses interessante Skat-Rätsel hineintun kann. Es handelt sich um das letzte Spiel der Skat-Europameisterschaft, zumindest um mein letztes Spiel, 15. Serie, Spiel 48. Ich saß in dieser Partie in Hinterhand, schaute in diese Karte. Mittelhand ist bei 18 rangekommen, hat Karo angesagt, und am interessantesten, denke ich, ist die Betrachtung aus Sicht des Vorhandspielers, der in diese Karte schaute. Die Partie fand ich so spannend, dass ich auch gleich ein Rätsel draus gemacht habe. Rätsel Nummer 33 von letzter Woche, der Fliegenfischer. Wer da also noch am Knobeln ist, das hier ist die Auflösung. Vorhand soll jetzt also das Spiel eröffnen. Ich denke, am solidesten wäre wahrscheinlich die Eröffnung auf den kurzen Weg aus einer längeren Farbe, also Kreuz 7 wäre meine Empfehlung, hat der Spieler hier aber nicht gemacht. Er hat in die Herz 10 reingegriffen, was interessanterweise dann gar nicht so eine üble Karte war, denn er hat gleich die Stechfarbe erwischt, Karo König, und ich hatte in Hinterhand selbstverständlich ein paar Herzen in der Hand, habe erstmal die Lusche draufgelegt. Mit der Stechfarbe ist natürlich schon so einiges geklärt im Kartenbild. Das ist immer hilfreich, wenn du gleich die Stechfarbe findest. Alleinspieler zog jetzt Kreuz Bube, Kreuz Trumpf Lusche und Trumpf Dame vom Spieler hier. Wenn die Partie mit komplett offenen Karten gespielt wird, stellt sich übrigens raus, dass in dieser Situation Pik Bube die ideale Karte ist. Das ist aber natürlich unrealistisch, mit verdeckten Karten das zu spielen. Was soll das auch? Deswegen ist beim Rätsel auch vorgegeben, die ersten paar Stiche. Jetzt geht nämlich Trumpf Lusche weiter. Von mir aus Hinterhand Trumpf 10. Spieler hier nahm das Trumpf Ass, 21 Augen. Und jetzt muss er die nächste Entscheidung treffen. Und da wird es natürlich interessant. Wie sieht die Karte aus? Was sollten wir spielen? Was sollten wir nicht spielen? Das ist hier die spannende Frage. Frage also an euch: Wie sollte das Spiel fortgesetzt werden und warum? Ja, es ist tatsächlich so, an dieser Stelle kann man schon die ersten Fehler einbauen. Vier Karten führen schon dazu, dass das Spiel nicht mehr zu schlagen ist. Eine Karte hält uns noch so ein bisschen im Rennen und zwei Karten sind eigentlich ideal. Dazu müssen wir uns aber jetzt erstmal ein bisschen das Blatt des Alleinspielers vorstellen. Und zwar die Anzahl der Trümpfe ist hier die erste Erkenntnis, die wir ganz sicher einschätzen sollten. Es kann sich bei diesem Spiel nur um einen Fünftrümpfer handeln. Das heißt, wir müssen eigentlich wissen, dass unser Partner noch einen roten Buben hat, denn ansonsten wäre es nie zu diesem Stich gekommen. Der Alleinspieler hätte, wenn er Kreuz, Herz und Karo Bube hat, natürlich mit einem roten Buben fortgesetzt und sich nicht hier die 21 Augen rausnehmen lassen und einen Trumpfstich verschenkt. Also, unser Partner muss noch einen roten Buben haben. Das heißt, der Alleinspieler hat nur 5 Trumpf, hat gar kein Herz, hat also mit anderen Worten 5 dunkle Karten im Beiblatt. So schwach wie das Spiel jetzt schon ist, Mittelhand, nur ein Fünftrümpfer, auch keine Bubenstärke, nur den alten, muss der Alleinspieler ja im Endeffekt ganz sicher Kreuz Ass 10 führen, ansonsten wird er das Spiel ohnehin verlieren. Und dann wird er sehr wahrscheinlich eben noch in der bestellten Pik 10 sitzen oder dem Pik König zu dritt, wie auch immer. Dann hat er wahrscheinlich auch ein Problem. Wir sollten aber jetzt eben aufpassen, dass wir die stärkste mögliche Hand, die der Alleinspieler haben könnte und die wir ihm wohl auch zutrauen müssen, noch schlagen. Eine Nebenvariante wäre auch, dass der Alleinspieler ein Kreuz Ass 10 zu 4 sogar hat und nur eine Pik Lusche im Blatt. Und deswegen bietet es sich jetzt auf jeden Fall an, Kreuz Dame oder Kreuz König zu spielen und nicht eben die Kreuz 7. Die Kreuz 7 ist deswegen gefährlich, weil wir dann am Ende wieder eingespielt werden können in das Kreuzbild, in den Kreuz König und dann im Zweifel selber mit den Piken antreten müssen und dann könnte der Alleinspieler eben gewinnen, weil er die Pik 10 nach Hause bringt. Zwischenzug Pik Bube ist möglich, ändert aber nicht grundsätzlich was. Insofern können wir hier auch Kreuz Dame erstmal spielen, um vielleicht noch diese kleine Nebenvariante abzudecken, dass der Alleinspieler viermal Kreuz hat und unser Partner dann noch stechen kann. Das ist vielleicht nicht super wahrscheinlich, weil der Spieler dann auch leichter oder besser den Kreuz gespielt hätte, den Sechstrümpfer, aber möglich ist es allemal. Also Kreuz Dame, Kreuz Ass, Kreuz Lusche. Und der Alleinspieler spielt natürlich wieder Trumpf raus, Trumpf Lusche, Herz Bube,
Pik, Bube, die Trümpfe sitzen also sehr günstig für den Alleinspieler, sind jetzt bei uns eliminiert. Wir haben 25 Augen und wieder muss hier fortgesetzt werden. Pik wollen wir natürlich wieder nicht anfassen, denn die bestellte Pik 10 vermuten wir beim Alleinspieler. Also müssen wir in Kreuz greifen und hier ist es wiederum wichtig, jetzt zu erkennen, warum haben wir eben auch die Kreuz-Dame geopfert, damit wir eben nicht eingespielt werden können. Wenn wir jetzt die Kreuz 7 spielen, nimmt der Spieler, wenn er clever ist, auch die Kreuz 10 raus und spielt dann die Kreuz-Lusche wieder zurück. Das verhindern wir, indem wir hier jetzt direkt den Kreuz-König opfern. Eine erste kleine Opfergabe, damit wir im Stellungsspiel hinten raus an die Pik 10 rankommen, nicht selber mit Pik antreten müssen. Jetzt wird die Karte auch für den Spieler in Hinterhand, das bin ich hier in der Situation, nochmal ausgesprochen spannend. Hier ist die erste Möglichkeit, um etwas falsch zu machen oder was richtig zu machen. Ich habe jetzt hier erstmal nur die Herz-Lusche abgeworfen, das ist eine neutrale Karte, die die Entscheidung nochmal rauszögert. Jetzt aber muss die Entscheidung fallen. Der Alleinspieler hat natürlich noch den Kreuzstich in der Hand und die bestellte Pik 10 sowie den letzten Trumpf. Damit ich mein Herz Ass letztlich hier auch auf die Pikstiche loswerden kann, muss ich einmal Pik auch abwerfen. Und deswegen ist es jetzt für den Spieler hier, das bin ich, ich sitze auf dieser Karte, extrem wichtig, auch eine richtungsweisende Entscheidung zu treffen, die Karte komplett durchleuchtet zu haben. Ich darf eben hier nicht den Pik König drauflegen, wie man es vielleicht machen würde, wenn man eben das Blatt nicht so richtig ausleuchtet, denn dann wird der Alleinspieler gewinnen. Nehmen wir an, ich lege den Pik König, muss sich mein Partner jetzt entscheiden, nimmt er das Pik Ass raus, ist das Spiel gewonnen, weil der Spieler Rest hat, taucht er mit der Dame, gibt es dann keine Chance für mich, das Herz Ass heimzubekommen, beziehungsweise der Alleinspieler kriegt auf jeden Fall noch entweder das Pik Ass oder das Herz Ass, weil er dann eben schön in Hinterhand sitzt. Deswegen muss ich jetzt also hier auf die Pik Lusche den nächsten König opfern. Ich muss hier einmal tauchen, damit die Dame hier auf 28 an Stich kommt. Jetzt ist es in dem Moment wichtig, dass nochmal ein Einschub mit der Kreuz Lusche passiert. Kreuz Lusche, Kreuz Lusche. Abwurf, Pik, König und dann steht das Spiel eben bei 28 Augen, aber es folgt noch dieser wunderschöne 32er Stich zum Ende hin. Ich hätte also auch direkt schon den Pik, König abschmeißen können auf den zweiten Kreuzstich, auf Kreuzbild, Kreuz 10. Da muss es mir aber eben dämmern, dass auch ich in Hinterhand ein Opfer zu bringen habe. Also zwei Opferzüge, Pik, König von mir in Hinterhand, Kreuzkönig von hier in Vorhand. Im Originalspielverlauf war das ein wenig zu viel verlangt, da ist es nicht dazu gekommen. Da hat der Spieler hier dann tatsächlich im Spielverlauf irgendwann das Pik Ass gezogen und dann haben wir nur 57 gekriegt. War für mich ein Tick weit ärgerlich, denn dadurch ist der Spieler hier tatsächlich noch durch das gewonnene Spiel an mir vorbeigerauscht. Eine kleine Platzierung, ich glaube, es ging hier nur um Platz 52 oder 53, aber es zählt ja immer die Ehre. Also ich hätte das Spiel lieber umgebogen, das war mir aber nicht vergönnt. Ich hoffe, ihr habt aber gesehen, wie es möglich gewesen wäre, dass da schon nach diesen günstigen ersten Stichen einiges an Gehirnschmalz investiert werden musste, um den Weg noch zu finden. Aber auch mit verdeckten Karten, diese Lösung ist zu finden. Und auf der Suche nach solchen kniffligen Lösungen wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Das macht den Skat aus, das macht die Freude aus. Dann sehe ich euch demnächst mit weiteren interessanten Partien. Bis dahin, wie immer, gut Blatt.